Hallo ihr Lieben, ich bin heute im Arboretum in Sulzbach und zwar genauer gesagt am Tierheim am Arboretum in Sulzbach. Und zwar, weil ab heute eine spannende Zusammenarbeit von mir mit dem Tierheim beginnt, bei der es darum geht, für euch spannende Trainingsvideos zu erstellen und gleichzeitig dabei einen guten Zweck zu erfüllen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich immer auf der Suche bin nach Models, mit denen ich, also Hundemodels, mit denen ich Videos machen kann, wo man auch mal sieht, wie ein Verhalten trainiert wird, wenn der Hund eben noch nicht gut trainiert ist, wie es bei meinem Hund oder den Hunden, mit denen ich in der Vergangenheit Videos gemacht habe, halt der Fall ist. Und habe ein bisschen drüber nachgedacht, wo ich solche Hunde finde. Und dann kam ich ziemlich schnell auf die Idee, dass ein Tierheim da die richtige Anlaufstelle sein würde, weil es da einfach eben immer unterschiedliche Hunde gibt, Hunde mit unterschiedlichen Trainingsständen und da auch immer neue Hunde mal reinkommen. Und ja, dass das für euch sicher spannend wäre, das bei immer neuen Hunden zu sehen und aber trotzdem auch die Chance zu haben, eine Entwicklung zu sehen bei den Hunden über die Zeit. Für das Tierheim dachte ich mir, und für die Hunde kann das eigentlich auch nur gut sein, weil die Hunde werden vorbereitet auf die Vermittlung mit dem Training, was ich mit ihnen mache. Und können so hoffentlich mit besseren Chancen vermittelt werden. Und das Tierheim hat den Vorteil, dass ich quasi die Hunde vorstellen kann und dass ich sozusagen noch einen weiteren Werbekanal bieten kann mit meinen Videos. Glücklicherweise war das erste Tierheim, mit dem ich persönlichen Kontakt gekriegt habe, hier das Tierheim in Sulzbach. Und ich war sofort sehr begeistert von dem Tierheim. Es ist ein relativ kleines Tierheim, was ja immer schön ist für die Hunde, die untergebracht sind. Was den Geräuschpegel und was den Stresslevel angeht. Es ist ein sehr schönes Tierheim und die Leute hier sind sehr engagiert und waren super offen für meine Trainingsidee. Und vor allem, was ich sehr bemerkenswert fand, haben mir gleich von Anfang an gesagt, dass es bei ihnen im Training nur Training auf Basis von positiver Verstärkung geben darf. Und da habe ich sofort gemerkt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ich werde euch im weiteren Verlauf von dieser Reihe, von dieser langen, hoffentlich langen Reihe, auch immer mal mehr über das Tierheim erzählen, ein paar mehr Infos zukommen lassen. Ihr werdet sicher ein bisschen was auch einfach nebenher bei den Videos mitbekommen. Und heute ist mein erster Tag hier. Mal schauen, was es an Training heute geben wird. Es wird sicher noch nicht besonders spektakulär, weil erstmal möchte ich die Hunde kennenlernen, bevor ich ihnen gleich schwierige Aufgaben stelle. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir ja auch schon ein paar spannende Sachen. Und ich lade euch ein, heute mit mir zu kommen, die Hunde kennenzulernen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt drauf, was im weiteren Verlauf von diesem Projekt passiert, wie ich. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Fein. Sehr gut. Jawohl. Gut. Oh ja, das nehmen wir auch, weil da ist er im Flug, hat er sich abgebremst und hat gesagt, soll ich doch nicht. Sehr gut. Fein. Und jetzt habe ich quasi zwischen den einzelnen Keksen ja ein bisschen Zeit, mich zu bewegen und kann vielleicht gleich mein Mikro wieder vernünftig dran klemmen, ohne dass er mich anspringt. Und dann gucken wir mal, dass wir in die Kennenlernphase 2 gehen. Und gucken, was er gerne mag. Außer anspringen. So. Fein. Fein.
Und der kriegt jetzt eine Aufgabe gestellt. Weil wir die Leine vergessen haben vor lauter Aufregung, fangen wir gleich an beim Locken. Kann er bestimmt schon, habt ihr bestimmt schon mit dem geübt. Aber das heißt ja noch nicht, dass man es bei mir kann. Und das Erste, was ich beim Locken mache, ist immer, dass ich mal gucke, ich will die nicht sofort ins Sitz oder ins Platz kriegen, sondern erstmal gucken, kannst du das Prinzip und wie viel Frustrationstoleranz hast du so? Da braucht man jetzt relativ wenig, weil der Keks ist da und der Keks taucht sofort auf. Und jetzt gucken wir mal, ob er das auch kann, wenn kein Keks da ist. Ja, super. Und dann fütter ich aus der anderen Hand. Jawohl. Oh, was für ein schlauer Hund. So ein schlauer Hund. Ja. Oh, zu schlau dafür. Fein. Fein. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt weiß er auf jeden Fall schon, dass kein Keks in der Hand ist. Fein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da auch noch mehr verlangen können. Einmal hin, einmal zurück. Jawohl, super. Einmal hin, einmal zurück. Oh, super. Wie schlau, wie schlau. Ja. Das kannst du dir abgewöhnen. Fein. Und jetzt gibt es eine kleine Aufgabe. Wir können quasi uns hin und her locken lassen. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns auch in Positionen locken lassen können. Fein. Ihr sagt mir, wenn ich was mit dem mache, was er motorisch noch nicht machen soll. Er ist ja noch quasi noch nicht so ganz wieder belastbar, oder? Nee, ist alles okay. Er darf nur noch nicht, also nach wie vor Leinenzwang. Darf schon leicht drin laufen, eins, zwei. Also sitzen können wir. Er darf sich auch hinlegen. Liegen können wir bestimmt auch, aber wehren uns noch ein bisschen dagegen. Und damit er jetzt nicht gleich sagt, letztes Mal hat er nur mit mir gespielt, heute stellt er mir Aufgaben und schon ist er irgendwie nicht mehr der Lieblingslehrer, sage ich nicht, komm, liegen ist doch einfach und du kriegst auch nur fürs Liegen was, sondern ich sage, dann kriegst du halt was dafür, wenn die Ellenbogen einknicken. Genau, das Ja? denke ich schon Damit inklusive. er quasi bei der Arbeit bleibt. Ja. Da bin ich dann aber sozusagen streng an meinem Kriterium. Das will ich sehen, dass hier ein bisschen Knick reinkommt. Weil wir verschenken nichts, wir machen nur einfache Aufgaben. Ja, was für ein feiner Hund. Sehr gut. So, noch einmal. Ja, und da machen viele ungeduldige Hundehalter und Hundetrainer den Fehler, dass sie dann anfangen, mit der Hand rumzufuchteln und den Hund auf ganz viele unterschiedliche Arten dazu bringen wollen, das zu machen, was er halt jetzt noch nicht kann. Ich versuche die Hand einfach weiter interessant zu halten, aber nicht so viel zu bewegen. Fein, weil irgendwann arbeitet die Schwerkraft für mich. Das ist nämlich einfach unbequem, so zu stehen auf Dauer. Ja, und von mir aus dauert es halt heute mal zwei Sessions und keine halbe, bis er es kann. Aber ich fuchtel nicht rum und mache es eben schwerer. Er So. macht auch eben schon, das war jetzt der zweite Durchgang. Wenn der das noch zweimal macht, dann weiß er auch ganz genau, Fein. was du willst. Genau. Und Ich merke schon, wie es mit jetzt Kopfarbeit. merkt man aber, dass er da hinten, da braucht er noch eine Weile. Ja. Ja, da sagt er, ach, ich kann lange so stehen. Ja? Und das ist jetzt aber gar nicht mein Ziel, dass es unbedingt noch klappt. Wir wollen ja noch andere Runde heute sehen. Deswegen machen wir jetzt quasi noch eine Runde Anti-Anspring-Training, weil da wird es die neue Besitzerin am eiligsten mithaben. Und dann hat er es für heute geschafft schon. Oh, wie fein. Oh, wie fein. Oh ja, so ein schlauer Hund. Ja. Oh, reingefallen. Fein, sehr gut. So, das waren drei Durchgänge. Einer davon hat noch nicht geklappt. Drei von vier. Vier von fünf. Geschafft. Beim nächsten Mal wird es schwieriger. Sehr gut. Sehr gut. Oh, fertig. Dann gehen wir zum nächsten. Hättet ihr mich jetzt reingelassen oder lieber erstmal noch draußen sein? Zusammen. Okay. Zusammen. Ja. Dann können wir ja schon mal einmal reingehen, dann lass du mich doch mal rein. Dann gehe ich mit dir, Ja? ja.
Willst du vorgehen oder? So, und hier ist quasi die Aufgabe eine ganz andere. Hier gucke ich erstmal, dass ich so unbedrohlich wie möglich bin und dass der einfach mich in Ruhe sich angucken kann. Und da ist die Aufgabe eben einfach berechenbar sein für den Hund, keine plötzlichen Bewegungen und möglichst langweilig aussehen. Langweilig aussehen kann man irgendwann. Und das ist für Männer ja meistens noch ein bisschen schwieriger als für Frauen. Frauen haben ja schon von vornherein ein bisschen weniger bedrohliche Grundhaltung, sind weniger groß, haben weniger so eine bedrohliche Form. Und das muss ich manchmal durch Zeit und manchmal durch, also ich versuche mich jetzt nicht aktiv kleiner zu machen, aber wenn mir jemand so ein Angebot macht, dann darf er auch was dafür bekommen. Ja? Also ich versuche es eigentlich fast nur durch Zeit auszugleichen. Ich versuche jetzt nicht zu sagen, guck mal, ich bin auch klein und süß, sondern ich sage, dann gebe ich dir einfach ein bisschen länger Zeit, mich kennenzulernen. Und wenn der jetzt sagt, ich will was tun für Essen, dann kriegt er das jetzt erstmal bedingungslos ausgehändigt. Eine Aufgabe stelle ich dem überhaupt nicht. Ja? Weil ich will nicht, dass der in Frust kommt und dass er sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Deswegen gibt es erstmal umsonst was. Und sie da hinten darf sich das in aller Ruhe angucken und mich anschreien, weil irgendwann wird sie schon merken, dass ich mich weder schneller noch langsamer bewege durch die Schreierei. Und dann hat sie auch eine Erfahrung gemacht, ja. Ganz ohne, dass wir irgendwie miteinander interagieren. Also sie bleibt jetzt auch drin. Die stört sie jetzt nicht für die Videos, ansonsten nehme ich sie raus. Nö, darf alles so bleiben, wie es sein will. Laut, ne? Dafür habe ich das Knöpfchen, da kann ich nachher den Geräuschpegel vom Hund runterdrehen. So, jetzt. Hier ist das jetzt auch alles okay. Es kann nur sein, dass er sich einbringt, wenn sie jetzt zu nahe kommen wird. Ja, und dann wird er gucken, vielleicht, wo du bist, dass er anfängt und schubt sich dazwischen. Ja, das kann er ja machen, weil alles, was quasi. Was ich noch adäquat finde, kann ich ja bestätigen, indem ich einfach drauf eingehe. Ja, also wenn der sich jetzt dazwischen schieben würde, was wir vorhin auch mit den Ressourcen besprochen haben, würde ich nicht sowas machen wie, das darfst du jetzt nicht, ich maßregel dich, ich soll meinen Weg gehen, sondern ich würde sagen, okay, du willst das nicht, das ist sozial adäquat, ich habe es verstanden, ich gehe, damit die Hunde halt merken, ich muss nicht viel tun, dass mich Menschen verstehen. Das waren halt nur die Sachen, was man halt so beobachtet hat, gerne halt manchmal die Leute frei sind. Ja, und wo er dann halt auch wirklich anfängt. Genau. Jetzt wird er ein bisschen unhöflich, finde ich aber vollkommen in Ordnung, weil, wie soll ich sagen, weil lieber ein unhöflicher Hund als ein reservierter, ängstlicher. Ja, jetzt fängt er an, quasi an mir rumzudrängeln und jetzt ist die Versuchung natürlich hoch zu sagen, okay, jetzt kann ich dem eine Frage stellen, aber ich will einfach in der ersten Stunde nicht der Lehrer sein, der schon irgendwelche schwierigen Sachen macht, deswegen. Um ihn aber vom Drängeln abzuhalten, kriegt er die leichte Aufgabe, einfach ein Stückchen dem Keks hinterher zu gehen. Dann können wir schon ein bisschen was miteinander machen, was ihn davon abhält, mich zu bedrängen. Und er merkt auch, dass ich mich bewegen kann und trotzdem nichts Gefährliches von mir ausgeht. Und dann würde ich schon für heute gut sein lassen. Dankeschön, netter Hund. Feierabend. Aha. So, hier wieder selbes Programm. Ich versuche einfach nur mal da zu sein und möglichst berechenbar. Also langsam bewegen, langweilig rumstehen. Wenn ich merke, dass die jetzt gar nicht runterfahren können, dann könnte ich mich zum Beispiel auch hinsetzen. Das ist für viele Hunde nochmal angenehmer, wenn man sitzt. Dann gucke ich mal, ob das heute funktioniert, wenn ich mich auf den Stuhl setze, ob dann jemand nach mir gucken kommen will.
eine Futtermittelallergie. Genau. Dann mache ich jetzt mal Folgendes, weil ich werde wahrscheinlich hier sowieso heute keinen Hund in dem Gehege füttern können, dass ich das einfach ausziehe. Dann kann sie nämlich an mir schnuppern, wenn sie will. Und das ist mir jetzt wichtiger, als dass ich gleich irgendwas belohnen kann. Willst du auch mit rein? Ich muss nur kurz mal das Futter abmachen, damit ich nicht in die blöde Situation komme, die jetzt quasi von mir weghalten zu müssen. Weil so kann sie quasi alles machen, was du noch in Ordnung findest. Und das ist auch so ein Anfängerfehler, der mir zum Glück so noch nicht passiert ist, in solchen Fällen dann den Hund irgendwie wegschieben zu wollen und dann in die Finger gebissen zu kriegen. Das würdest du sofort machen. Genau, und ich würde mir lieber die ganze Tasche leer und abfressen lassen, als mir in die Finger beißen zu lassen und hinterher mich freuen, dass der Hund überhaupt Kontakt zu mir aufgenommen hat. Und da muss man jetzt auch aufpassen. Ich mache das natürlich nicht, weil ich will bei so einem Hund, der so ein hohes Erregungslevel hat, will ich nicht das Erregungslevel noch zusätzlich pushen, indem ich den Kontakt mit mir zu sowas Aufregendem mache. Ich will eher was Langweiliges, aber Angenehmes werden. Und das wird eine Weile dauern. Und wenn die jetzt aber von selbst nicht runterfahren kann, dann würde ich dich bitten, dass du sie mal von mir wegrufst. Also es muss auch nicht auf dem ersten Anlauf funktionieren. Genau, dass du sie einfach mal wegrufst und dann bei dir fürs Runterkommen belohnst. Ja? Weil das macht natürlich auch Frust, wenn die jetzt die ganze Zeit probiert, mir ein Spielangebot zu machen und kommt damit nicht an. Und Frust ist so ein, ja, ist eben auch eine Triebfeder für Aggression. Da rauszuholen. Sprich sie mal an. Okay, ich hab gedacht, so musst du nur ansprechen und dann belohnen, wenn sie darauf reagiert. Genau. Und dann darfst du sie gleich wieder loslassen. Wenn sie wieder will, darfst du mich wieder anbellen. Ja, weil wenn die Petra ihr jetzt eine Aufgabe stellt, ist was vollkommen anderes. Die kennt sie ja schon und sie kann die Erfahrung machen, dass sie sich von der bekannten Person aus so einer blöden, potenziell frustigen Situation rausrufen lassen kann und dann alles wieder gut wird. Ja, jetzt schreit sie dich an, aber da kann sie den Frust wahrscheinlich besser mit aushalten, als mit mir diesen Zwiespalt. Ich weiß auch, dass ich eigentlich normalerweise darauf reagiere. Okay. Und da würde ich, wenn ihr da mal die Zeit für habt, weil das ist ja was, was sie massiv stresst, auch wenn das ein positiver Stress ist oder das Grundgefühl positiv ist, da könntest du jetzt dich mit allergiekompatiblen Leckerchen hinsetzen und immer wenn die länger als 3 Sekunden die Klappe hält, kann man das verstärken. Oder wenn sie gern gestreichelt wird von Vertrauenspersonen auch ich durch Streicheln. Ich habe das Zeug nicht dabei, weil ich jetzt nicht gedacht habe, dass wir da jetzt noch irgendwo involviert sind. Ich habe die eigentlich komplett außen vor gehabt jetzt. Ja. Nur ist aber auch nicht schlimm. Nur für die Zukunft. Braucht der Hund am allermeisten quasi Hilfe dabei, runterzufahren aus diesen Erregungszuständen. Und eben Strategien dafür, dass sie nicht beißen muss, aber da sind wir noch nicht. Ja. Gut, also hier ist der Leo, ne? Ja. Beim Leo bleibe ich jetzt einfach nur mal hier stehen. Ja, der muss auch gar nicht rein. Ja. Ja. Und da ist die hohe Kunst. Hunde beobachten, ohne dass sie sich beobachtet fühlen. Ja, jetzt stehe ich so ein bisschen blöd, jetzt stehe ich ein bisschen exponiert. Stell mich mal lieber zu euch dazu. Und der ist total feinfühlig. Wenn man den nur aus dem Augenwinkel anguckt, merkt er das schon und wird ein Stückchen steifer. Ne? Und deswegen mag ich so einen Hund, der so empfänglich ist für so kleine Veränderungen in seiner Umwelt. Der braucht halt ganz viel immer gleich, ganz viel gleiche Abläufe. Und dann lieber den Maulkorb immer gleich und immer drauf, als heute mal ja, heute mal nein. Und dann auch die dazugehörigen Schwankungen so im eigenen Sicherheitsgefühl. Der reagiert auch wirklich auf Blickkontakt, auf eine kurze Zuwendung, auf ein kurzes Prima. Ja. Also ich muss mir gar nicht so oft mit Futter bestätigen. Mal ein kurzes Abklopfen. Prima.
Ja. Dann zappelt er. Ja. Genau, bei dem wäre es mir auch wichtig, dass man auch beim Belohnen darauf achtet, dass er ruhig bleibt. Ja? Also dass man, Belohnungen haben ja auch Potenzial, dieses Erregungslevel wieder hochzufahren. Und bei ihm ist ja so Ziel, dass man ihn eher auf so einem möglichst dauerhaft ruhigen Verhalten hat. Wenn ihr jetzt alleine seid, bellt er da auch viel? Nö, ne? Wie gesagt, du bist jetzt wieder fremd, die Anna steht da mit der Kamera, ne, wo er auch wieder, wo schon sie jetzt schon drauf war. Und mit uns allein okay. Und du kannst ihn auch, wenn nicht gerade ein anderer Hund vorbeikommt, kannst ihn auch gut abrufen und. Ne. Hm. So, jetzt fährt er runter und jetzt gehe ich gleich als Belohnung, haue ich ab. Ja. Achso, okay, gut, ja. Und in dem Fall nehme ich immer den kürzesten Weg. Ja, oder nicht den kürzesten Weg, sondern den Weg, wo ich am schnellsten außer Sichtweite vom Hund bin. Wir kommen auch hintenrum durch. Ne? Dann gehe ich nämlich in die Richtung weg, dann muss ich jetzt nicht nochmal an ihm vorbeilaufen und herausfordern, dass er nochmal bellt. Ich bringe ihn gerade in die Innenbox, damit ihr euch um den Sammy. Sammy hat geschlafen. Ja. Kann jetzt einen Moment dauern. Sammy sieht aus, als würde es immer schlafen. Kann auch der Doktor. Du, die ja. Kann morgens richtig schippen, da fliegen sogar die Ohren hoch. Das ist okay. Ne? Also bei so Hunden gehe ich dann doch in die Knie, weil sonst ist man halt einfach das 10-mal so groß wie der Hund. Nur deine Füße. Genau, sonst sieht sie ja nichts von mir. Was soll die denn noch sehen? Und aber auch da darf sie sich jetzt aussuchen, ob sie in ihrem majestätischen Alter noch mit so einem Jungspund Kontakt aufnehmen will oder nicht. Du bist hier vielleicht zu jung, vielleicht so die Senioren-Liga. Genau, das kann ja sein. Und da, ja, keine Ahnung, bei der hat man ja jetzt wirklich so auf den ersten Blick keine großen Probleme und mit 11 fange ich auch nicht mehr an, da großartige Ambitionen in Sachen Erziehung zu haben, zumal bei so einem kleinen Hund. Also was ich aber bei der noch versuchen würde zu trainieren, ist, dass sie sich quasi ein bisschen weniger ins Zeug legt beim ich will hier nicht lang gehen. Ja, also dass man quasi nochmal den Leinen, das Nachgeben dem Leinenzug nochmal ein bisschen übt. Also ganz einfache Sachen, dass man sagt, wenn Zug kommt, dann halte ich den Zug und sobald du kommst, dann gibt es eine Belohnung. Ja. Das kann man mit Hunden, die 11 sind, auch noch machen, aber man arbeitet, oder 13, aber man arbeitet halt gegen so einen Berg an Erfahrung. Also unter Umständen macht die das jetzt eben schon 13 Jahre und die lernen zwar immer noch gut, nicht mehr genauso gut wie ein junger Hund, aber man muss halt, die Waage steht so, Richtung ziehen. Und wenn man gut ist, dann kriegt man die bis die 17 ist, so. Ja, und das muss man aber, das heißt ja nicht, dass man nichts machen darf, weil der Weg dahin ist ja auch Spaß oder sollte Spaß sein, aber man muss halt seine Erwartungen managen. Natürlich. So, dann dürfen wir bei der auch nochmal gucken, ob sie gerne Essen haben mag, damit wir schon mal wissen, mit was wir sie belohnen können. Fressen ist ein bisschen schnäubig, aber gut. Bist du schnäubig? Guck mal. Ja, wenn die Zunge da so weit raushängt, da hätte ich auch Probleme mit dem Fressen. Das ist aber auch dieser verkürzte Kiefer, gell? Das mögen wir nicht. Ob du vielleicht mit der Geflügelfleisch warst. Wenn sie kommt. Ja, wenn sie hier jetzt keinen Erfolg hatten, wird nicht geknubbelt, kommt sie schon wieder. Siehst du, sie läuft jetzt rum, bei der Gitte wieder. Und ja, wenn und nicht, das haben sind wir dann so Momente, weißt du, du Hund bleibt stehen, die Gassigeherin sofort hin und dann wird sie gestreichelt. Ja. Genau, und dann hat man das Stoppen bleibt natürlich belohnt, aber wie gesagt, also ich meine, die ist doch halt einfach auch nur niedlich. Ja, deshalb ist es auch okay. Ja. Niedlich, langsam. Deshalb habe ich im Spaß zu dir gesagt, schaff nicht, dass du überfordert bist. Ja doch, ich bin mords überfordert jetzt. Es kommt den ganz. Wesenstest hat sie auch noch nicht. Guck mal, du hast da Nadeln an der Zunge, igitt, igitt. Ach Gott. Pfui. Und dann genau. Vorne gerade mal, weißt du, nehmen noch 4 Reißzähne durch und Fangzähne und das war's dann. Aber ja. Dünn sind wir, ne? Ja, sie ist sehr schnäubig vom Futter her. Ne? Jetzt frisst sie ihr Cäsar-Nassfutter, ja, wo sie rangeht. Aber es ist, wie gesagt, 6,2 Kilo. Ja, der Hund wäre bei mir einfach nur hauptamtliche Prinzessin. Ja, genau. Ja. Und das machen wir halt auch nicht. Machen wir auch nicht. Genau. Anders, ne? Irgendjemand findet die vielleicht noch so putzig, dass sie ja, da auf der Couch fertig leben darf. Ja, wir motivieren sie körpersprachlich, wenn sie denn läuft und dann klatschen wir in die Hände und freuen uns. Und
bringe zum Ausdruck, das ist klasse, was du machst. Und dann rennt die los. Ja. Die hat auch schon wieder gut für einen Vormittag. Die hat aber auch mit der Zunge tatsächlich Probleme zu fressen. Ne? Also die ist wie so ein bisschen, sie schmeißt auch alles bisschen steif. Ja, aber wie gesagt, die Tierärztin sagt halt auch, was erwartet man? Ja, der kurze Kiefer, dann keine Zähne mehr im Mund. Ja, es ist logisch. Es sind mehrere Faktoren. Ja. Was soll da noch dabei rauskommen? Und dann schnappt die das Futter so nach hinten, dass es unten ist. Ja. Geht ja gar nicht. Der Hund ist fertig, den könnt ihr gleich vermitteln. Muss man nichts. Was hältst du denn wieder? Schau mal auf deine Zunge.